Ja, unten herrscht ein Kampf. Nein, der Angriff hat schon begonnen. Scheiße. Wir jagen wieder. Okay. Die Maschinen sind wütend. Bleibt weg von ihnen. Jäger, verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst. Die Maschinen sind nicht wütend. Die Maschinen machen nur das, was sie eigentlich machen würden. Ich hab keine Angst. Durch eine Technologie, die ihr nicht versteht, habt ihr hier im glücklich leben können. Jetzt kommt meine Lieblingsmaschine. Und was für eins. Erwischt. Du triffst mich hier nicht. Scheiße. Ich wollte den Tank treffen. Schnell Munition. Zack. Auch Geschichte, Junge. So, und jetzt? Wo ist der nächste? Nicht glücklich darüber sein. Shit. Fuck, wenn die jetzt wirklich hätten richtig kontrollieren können, ne? Dann hätten wir vielleicht von denen lernen können, wie wir größere Maschinen überbrücken. Weil Aloy hat ja mal gesagt, dass man lernen muss, weitere Maschinen überbrücken zu können. Und jetzt? Etwas düsterer Vergleich. Hoffnung wieder vorbei. Scheiße. Es wäre so cool gewesen, wenn es hier geklappt hätte. Schade. Aber der Prozessor ist jetzt leider hinüber. Wo ist denn? Da ist er. Was? Rede mit Tikuk. Boah, geile Waffe. Leider nicht für uns nicht so richtig zu gebrauchen. Tikuk ist. Wo? Wo ist denn das scheiß Questziel? Diese Anzeige, ne? Das ist Tikuk. Alter, wir sind einmal drum herum gelaufen, weil die Anzeige uns das so angezeigt hat. Hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten. Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, der Dankbarkeit. Schade. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir, das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Ah, okay, verstehe. Vielleicht mal gucken. Offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Es gibt eins. Das hoffe ich. Viel Glück, Tikuk. Es gibt eins, denn wir können ja die Maschinen auch überbrücken und beeinflussen. Wir können es ja, aber wir können es halt nicht so, wie sie wollen. Außerdem können wir es auch nur dank unseres Fokuses. Das ist halt die Sache, ne? Der Fokus bringt uns dazu, das zu können. Nicht wir. Schade, aber ist so. So, was haben wir noch für Nebenquest? Brutstätte Sigma. Finde den Eingang. Ich würde sagen, der Eingang ist da. Brutstätte Sigma Stufe 8. Ich weiß nicht, was das heißt, aber da würde ich mal hingehen. Würde ich mal markieren? Das ist eine ganze Ecke, ne? Komm, wir machen Schnellreise. Die Schnellreise hilft uns. Und ich muss sagen, der Controller gefällt mir. Freunde. Der Controller gefällt mir wirklich gut.
Als ich vorhin ausgepackt habe mit Sarah zusammen, haben wir beide da gesessen und haben gedacht so, tja, also auf den ersten Blick absolut kein Xbox One Elite Controller. Und das ist auf den zweiten Blick auch immer noch so. Ist er nicht. Also, nee. Wenn ich mich zwischen einem von beiden entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall die Elite Controller wieder wählen. Ja, absolut. Aber so, wenn man den vergleicht mit dem PlayStation Controller normal. Da liegen Welten zwischen. Da liegen absolut Welten zwischen. Wir sammeln hier mal ein bisschen Holz. Haben wir noch genug Pfeil? Jo. Ich habe doch jetzt einen Wegpunkt markiert. Da. Brutstätte Sigma. Die können wir mal erforschen. Allerdings dann bitte doch mit ein paar Heilsachen. Hallo! Eine Brutstätte. Es muss einen Weg hineingehen. Irgendwo. Gibt's auch. Ups. Ich habe leicht daneben geschossen. Du Scheiße. Also ich finde das Aim, das Ziel. Aim, ich hasse diesen Ausdruck, ne? Aim. Aim. Na ja, gut, okay. Ich finde das Visieren und das Zielen und das Bewegen um einiges angenehmer und flüssiger, weil es einfach viel schneller reagiert als im Standard-Controller. Viel besser. Ich glaube, dass man mit diesem Controller wieder wie beim Xbox One Elite Controller. Versucht man mit dem Xbox One Elite Controller FIFA zu spielen, das ist der Abfuck hoch 10. Weil, wenn man so zum Beispiel läuft oder man versucht einen Trick zu machen, reagieren die Trigger so leicht, dass der Spieler auf einmal zum Beispiel zurückläuft. Was ja in dem Fall dann auf jeden Fall immer eine absolute Scheiße ist. Abfuck wie? Was? Keine Munition mehr? Achso, in dem Kampf davor schon. Ja, ja, klar. Ja, jetzt gibt's natürlich Sinn. Baller dir den Arm weg. Scheiße. Fast davon. Selber schuld. Jagen Sie mich. Wer jagt uns? Wer denn jetzt schon wieder? Wer denn jetzt schon wieder? Wer denn jetzt? Oh. Ey, wir killen ein und es kommen gleich 10 andere wieder. Nein. Scheiße, Mann. Jetzt gehen wir drauf. Und von hinten kommen noch mehr. Von hinten kommen jetzt einfach noch mehr. Fuck.
Ach, er kann durch den Berg fliegen. Nice one. Hatte gerade 26,9, voll schlecht, alter Angeber. Der Assi! Hat sie wieder das Ding gesnackt? Und verpiss dich jetzt einfach. Was für ein Knecht. Da kommen sie. Wo kommt wer schon wieder? Wo kommt wer schon wieder? Jetzt nochmal mit genug, da kommen sie, oder? Also ich bitte euch. Wir brauchen Heilpflanzen. Dringendst. Dringendst. Und da kommt schon wieder so ein Krampfi. Ich hab dich schon gesehen, du Scheißding. So, wenigstens haben wir den jetzt nochmal zerstört. So, Heilpflanze. Das kann ich bestimmt verwenden. Nicht gebrauchen. Heilpflanze? Nein, scheiße. Einsammeln. Den looten hier, den miesen Scheißer. Wollt's ja nicht anders. Scheiße, oh, jetzt müssen wir Heilpflanzen sammeln gehen, ne? Obwohl wir jetzt da in dieses Sigma rein wollten. In diese Geburtsstätte. Aber wir können uns nicht heilen. Wir müssen auf jeden Fall was sammeln gehen. Geht nicht anders. Das wäre geschafft. Ja, mehr oder weniger, ne? Heilen. Instant Heal. Noch ein Instant Heal. So, jetzt haben wir schon mal voll. So, jetzt brauchen wir noch, damit wir uns heilen können. Wenn Bedarf dafür besteht. Du wirst mir sicher noch nützlich. Also ich würde gern bis plus plus machen. Also Heilpflanzen sammeln. Das heißt, erste Plus haben wir gleich voll. Zweite Plus voll machen. Erst Plus haben wir jetzt. Zweite voll machen, dann hingehen. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet. Ist nur Level 8, ich weiß, aber wenn da irgendwie ein Bossfight drin ist, der dann doch ein bisschen stärker ist oder so und wir haben nichts dabei, dann ist das schon doch ein bisschen Abfuck so. Ich hoffe, das versteht ihr. Schon, hier müsste noch mehr sein. Hier haben wir noch. Gleich haben wir Doppelplus. Passt jetzt schon wieder. Da, wo diese Maschinen hergestellt werden, müsste ich einen Weg finden, sie zu überbrücken.
Da, wo die hergestellt werden. Okay, also da, oder was? Ach, wir lernen in den Dingern? Wie machen die überprüft, oder wie? Okay, wir haben Doppelplus. Wir sammeln jetzt noch, was auf dem Weg befindlich ist. Und dann gehen wir jetzt hin. Und schauen uns das mal an. Charlie, kann ich eigentlich auch mal deine Nummer haben? Weil ich ja nicht immer über Insta oder so... Ja, klar, warum nicht? Schicke ich dir nachher mal per Instagram. So. Was für eine Tür. Halten zum Überbrücken. Nice. Echt? Ja, warum nicht? Du bist ja auch immer hier und so, das passt schon. Denke ich mir. Ich bin doch nicht so der Schreib- und Telefonfreund unbedingt so viel. Solange ich keine 8 Millionen Nachrichten am Tag bekomme, passt das schon. Klar. Challenge completed, Boys. Das ist gratis, moin, was geht ab? Wow. Was ist denn das hier, Mann? Fuck. Derbe. Okay, da hinten liegt was. Oder steht was? Ich weiß nicht. Vorratskiste. Okay, und hier sollen wir jetzt lernen, wie die Dinger funktionieren, oder wie? Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Ja. Wer hat sie gebaut? Ich glaube, das ist jetzt hier so ein... wie heißt der Film mit Will Smith nochmal? Mit den Robotern, die selbstständig werden. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Mitdeckung geben, wenn nötig. Ah, okay, okay, weil die mich da nicht sehen. Verstehe. Verstehe. Wie heißt nochmal der Film mit Will Smith mit den Robotern? Wisst ihr das zufällig noch? Oder weiß das gerade zufällig an? Transportieren Teile. Mit dem fliegenden Audi? Okay, viel Spaß dabei. Tim, viel Spaß beim Waff auf Gold machen. Was ist das denn da? Das sieht aus wie echt wie eine Maschinen Produktionsstätte hier. Oh fuck. Okay, komm schon. Komm schon, weiter. Die Maschine ist in den Berg gepflanzt hier. Okay. Das Kraut hilft uns beim Heil. Das auch. Was haben wir hier? Ah, das ist nun Licht, okay. Ist hier oben irgendwas? Nee, ne? Ne, wir können da nicht mehr hin. Guck mal, das ist Spiellogik, ne? Man kann da nicht weiter. Anstatt, dass man den Weg noch, den Fels noch begehbar macht, so, dann wirkt es halt authentischer, ne? Das, sowas finde ich immer, das sind so kleine Sachen. Okay, da geht's hoch. Alles gut? Alles gut? Was ist das? Netzwerk ablehnen. Konsole unbekannter Mac-Art. Könnte für militärische Überbrückung anfällig sein. Das Ding bei der Spalte. Wozu ist es gut? Inhalt überprüfen. Mal schauen.
sehr nützlich. Okay, wir haben damit eine Brücke geschaffen. Aber... Na egal, wir laufen jetzt mal weiter. Ich frage mich, wann irgendwas kommt, dass wir irgendwie lernen, irgendwas zu überbrücken oder so. Keine Ahnung. Oder einen Boss besiegen oder irgendwas. Jetzt gerade laufen wir einfach nur so einen Weg entlang. Das brauche ich später noch. Ja, wir kriegen auch immer mehr dazu, um uns zu heilen, was eigentlich auch kein gutes Zeichen ist. Vor allem wäre das hier eine Stelle, um für einen Boss einen sehr epischen Auftritt hinzulegen. Halt zum Überbrücken. Boah, diese Gegend sieht einfach aus, ne? Das ist schon so mega reiß. Ich glaube, diese fliegenden Maschinen bauen neue Maschinen. Was passiert, wenn ich darauf schieße? Oh. Gibt einen Absturz. Ist ja fast wie ein Windows-Betriebssystem. Ich weiß nicht, ob das doch richtig ist, wenn ich das abschieße. Nein, doch. Oh. Ja, ich weiß nicht so recht. Sollte ich das abschießen? Ja, nein, vielleicht ein anderes Mal. Muss ich mich da ranhängen? Ja. Guck mal. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Hat ein bisschen was von Tomb Raider. Das erinnert mich so ein bisschen an. An was? Das ist das Herz. Ich kann irgendwie... Ich würde gern etwas machen, aber ich kann nicht. Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Okay. 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 Darf ich das berühren? Ja, okay, gut. Nein, da darf ich wahrscheinlich nicht runterfallen, oder? Oh, doch, da ist nichts. Also, doch, da ist was. Ich dachte, da wäre ein Abgrund. Kann ich hier hochklettern? Okay, es scheint Abgrund sicher zu sein. Mehr oder weniger. Aber hier kann ich ranhängen. Lass doch mal los, Aloy. Irgendwie musst du hier alle Knöpfe drücken, damit sie loslässt. So völlig panisch. So, scheiße, scheiße, scheiße. Was ist los? Meine Position ist aufgeflogen. Gar nichts aufgeflogen. Mädchen, chill mal. Oh. Okay, vielleicht ist unsere Position doch aufgeflogen. Du kriegst einen so. Du kriegst nicht weglaufen. So. Oh, das ist so ein anderer. Oh, warte mal. Ich brauche Munition. Zum Glück haben wir vorher genug Holz und so gesammelt immer. Denn ich glaube, hier drinnen findet man keinen Baum. Von dem wir einfach mal ein bisschen Holz wacken können. Komm, kill ihn! Nice. Das ist so ein Gramm-Gedöns-Ding-Pumpsvieh. Ich hab so ein scheiß Schild immer.